die Paulinenpflegewinnenden. Der ehrwürdige Name, der sich auf die württembergische Königin Pauline bezieht und einige Gebäude aus der Zeit um 1900, weisen auf eine lange Tradition hin. Die soziale Arbeit in der Paulinenpflegewinnenden ist aber hochaktuell. Sie gliedert sich in die drei Schwerpunkte Behindertenhilfe, berufliche Bildung für Hör- und Sprachbehinderte und Jugendhilfe. Zum ersten Haupttätigkeitsfeld der Paulinenpflegewinnenden, der Behindertenhilfe. Rund 500 Menschen werden in Winnenden, Backnang und Murhard betreute Wohnplätze zur Verfügung gestellt. Dabei ist Freude im Alltag Programm. So wie hier bei den Senioren. Individuelle Fähigkeiten wie das künstlerische Zeichnen werden dabei ebenso bewusst gefördert wie Konzentrationsarbeiten wie beispielsweise das Briefmarkensammeln. Hilfe im Alltag. Bewusstes und behütetes Leben in angenehmer Atmosphäre und die weitestmögliche Förderung der Selbstständigkeit im Sinne der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Dazu gehört auch der allabendliche Treff im Club Paula. Die Geselligkeit und das Zusammensein sind wichtige Bausteine zur Förderung der Menschen mit Behinderung. Dazu gehört aber eben auch die effektive Möglichkeit, dass Menschen mit Behinderung am Arbeitsleben teilnehmen können. So wie hier in den Backnanger Werkstätten der Paulinenpflege. Einfache, aber für die Automobilindustrie und deren Zulieferer überaus wichtige Einzelteile werden hier hergestellt. Konsequent, engagiert, zielgerichtet. Mit dabei auch die große Nähwerkstatt. Fleißige Detailarbeit. Fleißig und vor allem geduldig geht es auch hier in der Korbflechterwerkstatt zu. Mittlerweile ein schon echter Traditionsbetrieb der Paulinenpflege. Seit Jahren gestalten hier Menschen mit Behinderungen liebevoll allerlei Korbflechtarbeiten, reparieren Flechtarbeiten unterschiedlichster Auftraggeber oder schaffen in geduldiger Kleinarbeit eigene Waren zum Verkauf im betriebseigenen Ladengeschäft. Auf dem Weg von Backnang zurück nach Winnenden hat sich der landwirtschaftliche Betrieb Paulinenhof einen echten Namen für Bioqualität gemacht. Freilaufende Schweine finden hier ebenso ein naturbewusstes Zuhause wie Kühe und Hühner. Die Menschen mit Behinderungen lieben die Arbeit auf dem Paulinenhof. Er bringt einen intensiven Kontakt mit Tieren, jede Menge frische Freilandluft und ein hohes Maß an Verantwortung, so wie hier beim Zuschneiden von Holz. Der Paulinenhof bei Winnenden, ein echtes kleines Paradies für Landmenschen. Und das alles inklusive Streichelzoo. Bei all der Arbeit darf auch der Spaß nicht zu kurz kommen. Und so macht man sich in Winnenden vor dem Café Paula bereit fürs Tandemfahrrad. Und ab geht's. Ein Riesenspaß für Betreute und Betreuer. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und solche, die es vielleicht einmal werden wollen, gibt es das Berufskolleg Gebärdensprache. Die Gebärdensprache als wichtige Grundlage für die zweite Hauptsäule der Paulinenpflege, der Berufsausbildung für Hör- und Sprachbehinderte. Und neben den Schulfächern gibt es ihn, den Gebärdensprachenchor. Musik sichtbar gemacht. Das Berufsbildungswerk und die Schulen für Hör- und Sprachbehinderte, kurz BBW, bietet nahezu 30 unterschiedliche Berufsausbildungen an. Ergänzend gibt es bei der Paulinenpflege Berufsfachschulen, Berufskollegs, berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen und die Begleitung betrieblicher Ausbildungsverhältnisse in Zusammenarbeit mit Kooperationsbetrieben in ganz Süddeutschland, vom Bodensee bis Frankfurt. Hier einige Beispiele der Berufsausbildungen. Die Metalltechnik beispielsweise mit seinen vielfältigen Möglichkeiten. Die Grundbearbeitungen werden unter Fachaufsicht erlernt und perfektioniert.
Dann der Autofachwerker. Flüssigkeiten werden zuverlässig geprüft und gegebenenfalls ergänzt. Dazu kommen weitere Tätigkeiten am Heiligsblechle. Der Mediengestalter. Bei diesem Beruf erlernen die Schülerinnen und Schüler unter anderem, wichtige Layout-Programme effektiv anzuwenden und für Zeitschriften oder Broschüren aller Art kreativ einzusetzen. Immer unter fachkundiger Anleitung. Oder der Schreiner. Das Arbeiten am Holz wird hier von Grund auf gelehrt und für unterschiedlichste Holzbearbeitungen eingesetzt. Oder die Ausbildung zum Landschaftsgärtner. Das Arbeiten in der Natur wird in dieser Ausbildung näher gebracht. Vom Pflanzenanbau über Gartenweggestaltungen unterschiedlichster Art bis hin zum Arbeiten mit Maschinen für den Landschaftsgartenbau wie dem Kleinbagger oder der Hackmaschine. Das alles sind Beispiele bewährter Berufe für die Ausbildung hör- und sprachbehinderter junger Menschen als Vorbereitung für das anschließende Arbeitsleben. Den Theoriestoff gibt's für die Jugendlichen dementsprechend in Schulklassen in der Berufsschule am BBW mit der ganz eigenen Vermittlung. Von der einen Schule zur anderen Schule. Die Bodenwaldschule gehört zur dritten Hauptsäule der Paulinenpflegearbeit, der Jugendhilfe. Hier hilft die Paulinenpflege in vielfältiger Weise Kinder und Jugendlichen, die aus verschiedenen Gründen nicht zu Hause leben können oder wegen Verhaltensschwierigkeiten an Regelschulen nicht klarkommen. Ihrem Bewegungsdrang beispielsweise werden die Erzieherinnen und Erzieher durch Angebote wie Fußball oder Klettern gerecht. Wenn sie sich austoben können, haben sie es danach leichter, dem Unterricht konzentriert zu folgen. Aber auch hier gilt, gemeinsam und in der Gemeinschaft ist man stark. Boxen beispielsweise fördert die Konzentration und die Selbstkontrolle, gegenseitige Rücksichtnahme nach klaren Regeln und Durchhaltevermögen. Beim Jugendhilfeverbund wiederum handelt es sich um eine überaus differenzierte Einrichtung der Jugendhilfe für Kinder und Jugendliche, die aus verschiedenen Gründen nicht oder nicht dauernd bei ihren Eltern leben können. Die sogenannte dezentrale Wohngruppe in Backnang ist ein tolles Beispiel für das lebendige Zusammensein von Jugendlichen zwischen 10 und 18 Jahren, die in der Gemeinschaft schwierige Lebenssituationen meistern. Die Paulinenpflege und das erfahrene Betreuerteam ist hier ein verlässlicher, fördernder, aber auch fordernder Partner. Die Paulinenpflege Winnenden. Vielfältig, sozial, engagiert.